Gehen durfte er damals in der DDR nicht, aber immerhin konnte er einmal im Palast der Republik auftreten. Den gibt es ja inzwischen nicht mehr, im Gegensatz zum altehrwürdigen Theater des Westens. Und dort erklingen derzeit auch Lieder von Udo, allerdings von Udo Jürgens. Das Musical Ich war noch niemals in New York, in denen seine bekanntesten Lieder zu hören sind, hat übermorgen Premiere. Heute gab es schon mal einen Vorgeschmack in der Vorpremiere. Uli Zelle hat sie sich angesehen. Die Geschichte ist schnell erzählt. Ein älteres Paar flieht aus dem Seniorenheim auf einen Luxusliner zum Honeymoon unter die Freiheitsstatue. Die Kinder der beiden wollen das unbedingt verhindern und die beiden verliebten Alten zurück ins Heim bringen. Ich war noch niemals in New York, nur einer von vielen Hits an diesem Abend. Das Publikum kennt sie alle. Vielen Dank für die Blumen gibt es aber auch noch. Vielen Dank für die Blumen. Bitte mit Sahne, ich meine, das ist ja der Klassiker. 17 Jahre blondes Haar, so steht sie vor mir. Merci, merci, chérie, chérie. Also, Gesangskünste sind noch bescheiden, aber heute Abend lassen wir den Udo Jürgens noch mal auferstehen. Zumindest seine großen Hits. Dieser Musical-Dampfer ist wirklich kein sinkendes Schiff, sondern schwimmt seit Jahren erfolgreich auf der Udo-Jürgens-Welle. 4 Millionen haben das Musical bereits gesehen in Wien, Stuttgart, Oberhausen oder Hamburg und nun Berlin. Alles beim Alten oder alles anders? Wir haben das Bühnenbild komplett überarbeitet, hier ins Haus angepasst. Wir haben am Buch gearbeitet, es gibt neue Texte. Also ich glaube schon, dass Berlin da wirklich etwas Neues zu sehen bekommt. Aber glücklicherweise Altbekanntes zu hören. Achtung, Ohrwurmgefahr. Lieder aus einer Zeit, als Griechenland noch für Romantik und Reziner statt Rettungsschirm stand. Über 1000 Lieder hat Udo Jürgens in seiner Karriere geschrieben. Sein musikalisches Erbe ist so etwas wie ein kollektives Musikgedächtnis. Pausenbilanz. Ich mag Udo Jürgens, ich hätte ihn einmal noch gerne live erlebt, aber leider habe ich das nicht mehr geschafft. Und darum bin ich heute Abend froh, hier zu sein. Ich fand es sehr gut, ja. Dafür, dass man die Musik nicht ganz gut kennt, fand ich es sehr gut, ja. Ist ja jetzt nicht unbedingt so meine Musikrichtung, muss ich dazu sagen, aber es halt mal wieder so zu hören und hat mir doch gut gefallen. Auch wie beweglich natürlich die Damen und Herren sind. Ich hatte weniger Pep erwartet und bin überrascht, dass es so toll ist. Gut gemacht. Ab Mittwoch also legt der Musical-Dampfer in der Kantstraße offiziell ab. Für viele ist diese musikalische Reise sicherlich eine Kreuzfahrt der Erinnerung. Letzte Abfahrt, 27. September.